Gut, also 10.3, Definition. Was sollen Zufallsvariablen sein? Also erstmal brauchen wir einen Wahrscheinlichkeitsraum. Sei Omega mit P. Eine Zufallsvariable x auf Omega p. Ja, es gibt ja verschiedene Wahrscheinlichkeitsräume und dann kann man auch verschiedene Zufallsvariablen haben. Man muss ja wissen, welchen Wahrscheinlichkeitsraum betrachtet, weil man will ja von Omega losgehen. Ja? Hätte ich hier ein anderes Omega gehabt, meine eine 10x10 Matrix, hätte ich auch mehr Zahlen schreiben müssen. Ja? Also man muss schon wissen, welches Omega man hat. Ist dann eine Abbildung x von Omega nach R. Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Also es gibt ja viele Würfelspiele, die mit zwei Würfeln gespielt werden und jeder hat vielleicht eine andere Zufallsvariable. Ja, also man muss jetzt mal Omega ist, dann was die Zufallsvariable ist. Ja? Was das P ist, ist hier bei der Zufallsvariable noch gar nicht wichtig. Das kommt erst im nächsten Schritt dran. Also wie wahrscheinlich die verschiedenen Elemente von Omega sind, das ist erstmal noch nicht wichtig. Erstmal wollen wir nur wissen, was ist, welchen Geldbetrag gewinnen oder verlieren wir für jedes Element von Omega. Ja? Fertig. Definition ist eigentlich eine der einfachsten Definitionen, weil wir schon wissen, was eine Abbildung ist. Muss man nichts weiter dazu sagen.